Herzlich willkommen bei Musiker TV. Heute geht es um den Fox VX 50AG, ein Verstärker für Akustikgitarre mit 50 Watt und ist dank seiner YouTube-Technologie ein kompaktes Leichtgewicht. Die YouTube-Röhre sorgt mit ihren ungetrübten, ehrlichen und neutralen Sound für eine Klangfülle, die in leisen und energiegeladenen Passagen gleichermaßen glänzt. Der VX 50AG besitzt sowohl einen Instrumenteneingang als auch einen Mikrofoneingang, was für Singer und Songwriter sehr interessant sein dürfte und Mobilität garantiert. Aber nicht nur im Studio oder Proberaum kann der Amp glänzen, sondern auch auf großen Bühnen, wenn man ihn als Monitor einsetzt. Für den VX 50AG wurde extra ein spezieller Bassreflexaufbau entwickelt, der speziell auf die Verstärkung von Akustikgitarren ausgerichtet ist. Ein federleichtes ABS-Polymergehäuse weist trotz des geringen Gewichtes sehr gute akustische Eigenschaften auf. Unter Verwendung eines 3D-Designs, was man mit Holz nicht umsetzen kann, sind hier ideale Gehäuseresonanzen möglich. Die Schallwand ist aus Holz und gibt dem Verstärkersound den perfekten Schliff. Im Inneren arbeitet ein 2-Wege 8 Zoll Koax-Lautsprecher, der sowohl einen satten Bassbereich als auch filigrane Höhen überträgt. Der Klang entfaltet sich sehr transparent, was aber nie auf Kosten des Schalldruckes geht. Sämtliche Nuancen der Akustikgitarre werden brillant übertragen, sodass man wirklich das Gefühl hat, sein Instrument zu hören, nur eben verstärkt durch den Amp. Im oberen Teil des Bedienfeldes befindet sich der Instrumentenkanal. Er hat links eine Klinkenbuchse für den Instrumenteneingang mit einem Phaseschalter, der Rückkopplungen unterdrücken kann. Er besitzt einen separaten Volume-Regler, eine Dreiband-Klangregelung, Bass, Mitten, Höhen, mit der sich je nach Umgebung und Instrument hervorragende Sounds zaubern lassen. Außerdem ist der Kanal ausgestattet mit hochwertigen Effekten. Dazu befindet sich ganz rechts die Effektsektion. Mit dem Effektregler kann man stufenlos zwischen Off, Chorus, Reverb oder Chorus und Reverb auswählen und in der jeweiligen Effektsektion die Intensität einstellen. Im unteren Teil befindet sich der Mikrofonkanal mit einem XLR-Eingang, der wahlweise mit Phantomspeisung für Kondensatormikrofone nutzbar ist. Es gibt hier ebenfalls einen separaten Volume-Regler. Der Klang lässt sich formen mit einem Bass- und Treble-Regler und mit einem Hall-Effekt kann man dem Sound die nötige Breite und Tiefe hinzufügen. Da beide Kanäle einen separaten Volume-Regler besitzen, lassen sie sich optimal aufeinander abstimmen und mit dem Master-Volume-Regler kann man dann die Gesamtlautstärke einstellen. Auf der rechten Seite befindet sich eine Mini-Klinkenbuchse für den Kopfhöreranschluss. Somit ist lautloses bzw. leises Üben gewährleistet. Darüber befindet sich eine Aux-In-Buchse, ebenfalls im Mini-Klinke-Format. Hier kann man externe Audioquellen anschließen oder Drumcomputer zum Jammen und Üben. Ich zeige das später noch. Und darüber der Ein- und Ausschalter. Auf der Rückseite hält eine Line-Out-Buchse im Klinkenformat ein Ausgangssignal bereit, was man direkt an eine Beschallungsanlage leiten kann oder aber auch fürs Recording verwenden kann. Ich spiele den Amp jetzt an, erstmal ganz kurz ohne Effekt und dann arbeite ich mich durch die Effektsektion. Thank you.
Ich habe jetzt den Moore Mikrodrummer an die Aux Inbuchse angeschlossen und spiele zum Drum Pattern dazu. Ich zeige jetzt mal, wie die Dreibandklangregelung den Klang verändert. Dazu spiele ich etwas in den Looper, den ich dann laufen lasse und die Klangregelung verändere. Ich habe noch etwas Halt dazugegeben. Und zum Abschluss noch ein kleines Demo mit dem VX50 AG und ein paar Spuren aus dem Looper. VX50 AG Verstärker für Akustikgitarre. Das ist wirklich da mal, was hier für ein Sound rauskommt. Wenn das Teil draußen ist, checkt es unbedingt mal an beim Händler eures Vertrauens, wenn ihr euch für Akustikverstärker interessiert. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, mit dem Verstärker zu spielen. Das war's von Musiker TV. Bis zum nächsten Mal. Schaut wieder rein. Tschüss, euer Mario.